Sag ich hallo, liebe Leute. Hallo, Thomas. Hallo Anne. Ich war mal wieder beim Drenai-Friseur in Sturmwind. Ja, das hat laut geknackt gerade. Du siehst hübsch aus. Hast du laut geknackt oder ich? Muss ich was ändern? Was willst du mir mit dieser Info sagen? Ich esse nicht. Du hattest gesagt, es hat laut geknackt. Ja, weil ich die Duplo-Packung aufgemacht habe. Ach so. Okay, ich wollte nur sagen, ich habe am Wochenende wieder Post bekommen und ich war neugierig und habe da schon alles aufgemacht. Wollte kurz, ich lese nicht alles vor, was ich bekommen habe, nur von wem, weil das sehr, sehr viel tatsächlich ist. Und zwar hat mir Nickname wieder geschrieben und mir gesagt, dass er Yula Kai heißt, weil ich ja fragte beim letzten Mal, wie er heißt, damit ich ein Haustier auch nach ihm benennen kann. Und dann hat er mir ganz, ganz, ganz viel wieder geschickt. Wirklich, wirklich viel. Dann hat mir ein Tommy auch ganz viel geschickt. Der heißt mit richtigen Namen Thomas und hat auch gesagt, wenn ich was doppelt habe, darf ich das dir geben. Dann hat mir Katera was geschickt. Das ist die Tank-Paladina gewesen, die Drenai, die letztes Mal mit war. Da hieß sie aber Avera, also das war ein anderer Charakter. Okay. Die hat mir auch was geschickt und die Ruth, das ist eine aus meiner Gilde. Die hat mir auch Hui. was geschickt. Ja, okay. Im Hintergrund hüpfend seht ihr Thomas Hui. mit einem anderen Charakter diesmal, nicht mit seinem Paladin, sondern mit einer Druiden. Hui. Ja, mit meiner Druidin, genau. Denn wir wollen heute Uldua gehen. Genau, wir gehen mal Uldua. Lange versprochen, jetzt wird es endlich getan. Und da dachte sich Thomas, Mensch, da kann ich ja auch noch Loot abgreifen, da komme ich nicht mit meinem Paladin mit. Genau. Da gehen wir am besten über Portal nach. Oh Gott, dein Stab ist ja fürchterlich eklig. Alter, mein Zergstab ist der beste Stab auf dieser Das ist doch kein Welt. Zerg. Naja, aber sieht ein bisschen aus wie ein Zerg. Das sieht eher aus wie diese Hunde, die die Nein, 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 nein. Hexenmeister früher hatten. Nein, 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 nein. Naja, ich porte mich jetzt in die in nach Nordend. Ja, das finde ich gut. Ich komme mit. Nee, Vorher. ich gehe ohne dich. Nee, Anne, so haben wir das nicht abgesprochen. Heute ist Montag. Ja, heute ist Montag. Und wir haben gar keine montagsschlechte Laune. Nee, aber das macht, ist ja, weil unsere Arbeit so viel Spaß macht. Ach so, stimmt. Das hat Ganz das Ganze. vergessen. Außerdem sehen die Leute das, glaube ich, erst Dienstag. Ja, macht ja nichts. Ich muss gerade mal überlegen, wie ich da hinkomme. Sonst über, wo hast du denn deine Ruhesteine zur Alternative? Ein Sturmschild. Und dann mit Dein dem. Sturmschild, das Portal nach Sturmwind und von Ja. Sturmwind das Boot. Das Weißt du, Boot. welches Boot? Ja, natürlich. Gut. Aber dann schneiden wir das gleich, ne? Dann cutten wir das einmal kurz, weil wir auf dich warten müssen. I'm so sorry. Aber ich kann da ja schon mal vor die Tür fliegen. Genau, du kannst mal auf 25 stellen, bitte. Das kann ich doch, heroisch. Nö. 25 Spieler ist da schon aufgewählt und da ist heroisch. Mach mal nur normal. Wie nur normal? Ja, heroisch gab es da noch nicht. Ja, aber warum? Ja, kannst auch heroisch lassen, aber mach 25 normal. Einfach nur des Gewissen halbes Wesen, was? Nee, ich lasse das jetzt auf Hero. Okay, vielleicht irre ich mich ja auch wieder und es gab da schon heroisch und ich habe das jetzt nur gesagt, damit die Leute mich wieder flamen können. Das machen Magst du sie. den Flame der Leute? Ja. Ach so. Das ist ungewöhnlich, würde ich sagen. Möchtest du darüber reden? Ich habe irgendwas ganz Tolles gesehen. Du bist ja auch so fußballbegeistert. Ja. Ich war gerade bei meinem Steuerberater und er hatte in seinem Büro ein Trikot Von Werder. von St. Pauli, Ach so. von der letzten Saison, wo sie aufgestiegen sind in die erste Liga mit Stani. Und da waren alle Unterschriften drauf und ich hätte es ihm beinahe geklaut. Wollte ich Cool. nur mal so. Also ich bin so begeistert, dass ich sprachlos bin. Ja, das geht vielen Frauen so, wenn ich über Fußball rede. Ja, erster Spieltag war sehr schön, Anne. Ja, Werder hat gegen Schalke gewonnen. Alter, woher weißt du das denn, Mann? Ja, wer da tatsächlich 3-1 gewonnen. Oh, so doll, dann ist mein Onkel aber traurig. Ja, und mit einem überragenden Clemens Fritz. Es war wirklich ein sehr schönes Spiel. Ich habe es aber leider nicht ganz gesehen, weil wir
Charaktere erstellt haben. Ihr habt Charaktere erstellt. Ich halte mich da schön raus. Ja, du bist ja so der miese Peter der Runde. ich spiele kein Pen and Paper. Das ist Zeitverschwendung. Das habe ich so nie gesagt. Sondern? Dass es mir einfach keinen Spaß macht. Aber das von Zeitverschwendung habe ich nie geredet. Du weißt gar nicht. Jedes Hobby sollte im besten Fall ja Zeit verschwenden. Aber das deswegen macht man es ja. Das weißt du doch gar nicht, Anne. Freier wollte schon mal mit uns starten, mit einer Mädelsgruppe und Peter. Obwohl, eigentlich muss man ihn in der Mädelsgruppe nicht extra nennen. Okay. Peter ist das schönste Mädchen bei uns gewesen. Ach so. Und da sind wir auch nicht wirklich weiter als zur Charaktererstellung gekommen, weil ich da schon keine Lust mehr hatte. Und einmal haben wir bei Lizzie im Keller so eine abgespeckte Variante gespielt. Da kriegst du so Charaktere vor, damit du da ein bisschen reinkommst und nicht vorher schon die Lust verlierst, wie beim anderen Mal. Und da dachte ich auch, Mensch, das macht ja so gar keinen Spaß für mich. Warum denn nicht? Ich weiß es auch nicht. Eigentlich müsste es ja prädestiniert für mich sein, ne? Ja. So einen Charakter erfinden und da reinschlüpfern. Schlüpfern. Das hört sich vielleicht blöder an als... Schlüpfern ist ein richtig schönes Wort dafür, das werde ich mir merken. Auf jeden Fall. Nee, und da denke ich mir, dann macht es mehr Sinn, dass ich eher verzichte, anstatt dass ihr mich da jetzt durchziehen müsst und ich habe gar keine Lust. Naja, aber du könntest ja auch eine Rolle spielen, die keine Lust auf die ganze Scheiße hat. Dann wäre das auch wieder witzig. Dann habt ihr doppelt miese Laune. So, so, mitten im Kampf. Ja, wo ist denn Anne? Ja, die ist da hinten und schmollt. Anne, komm kämpfen. Nee, ich mag nicht. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Okay, wir cutten mal eben. Wir cutten. Ich bin gleich da. Wie weit bist du denn? Schiff ist gerade gekommen. Du musst ja auch noch fliegen. Ja, derbe nervig. Ist das der offensichtlich große Eingang? Nein, der, ja, da oben links, der größere Eingang quasi, ja, genau. So, ich mach mal hier Stopp. So, da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ich stehe schon vor der Tür. Ja, ich... Wir warten immer noch auf Thomas. Nee, guck mal, da bin ich schon. Wieso ist bei mir kein Blinktron da? Ich habe auch keinen Spielesound. Fällt mir gerade auf. Du hast keinen Spielesound? Oh, dann wurde das wieder hinten umgesteckt. Dann sind wir doch noch nicht wieder da. Da sind wir wieder. Ach so, hast du wieder einen neuen Take gemacht. Ja, oh, du hast wieder einen neuen Take gemacht. Was ist da los mit dir, Thomas? ich habe meinen Druiden in einen Parler verwandelt. Ich hätte das jetzt glatt so drin gelassen und dir die Schuld für alles gegeben. Ja, aber ich habe keinen Bock, immer den Sündenbock zu spielen. Hier, nimm dir auch mal einen Panzer. Wir fahren beide mit so einen? Nicht so einen anderen? Nee. So einen kann ich gar nicht nehmen. Ja, warte doch, er redet doch gerade. Ich will den da, der ist hübscher. Den nehme ich, geh da weg. Ich kann auch zu zweit einen nehmen. Nee, wir nehmen beide ein. Jedenfalls mein Druide, die IDs zählen zusammen, hätte ich wissen müssen. Kack mit Thomas, lol, schon mal WoW gespielt? Nee, lol. Learn to play, Noob. Anne, nicht knistern. Ich gucke mir nur meine schönen Frühlingsrollen schon mal an. Jetzt kannst du in den Panzer. Wir machen tatsächlich, also da sind vier Türme, die du siehst, drei an der Zahl, um genau zu sein. Vier, drei Stück, okay. Und je nachdem, welchen man stehen lässt, desto schwieriger ist der Boss, der Flammenleviathan. Aber warum sollte man überhaupt wollen, dass das schwierig ist? Weil dann gibt es auch verschiedene Loot und verschiedene Erfolge dafür. Ah, okay. Und wir machen tatsächlich alle Bunker, einfach nur, weil das letztendlich zeitlich genauso schnell geht. So, hier machst du mit 1, machst du die weg. Mit Q oder 3 charge du. Immer schön alles wegmachen und mir heimlich folgen. Heimlich? Ja. Ich folge dir. Ja. Der Bran, ne? Der Bran ist das. Der Bronzebart. Ach so. Komm, wir gehen erst links hier zum Bunker. Ah, ich muss ja auch lauter reden, damit du mich auch hörst. Das wäre super. Ich nuschel immer so in meinen Bart hinein. Das stimmt. Also, wir haben gestern uns Charaktere erstellt für Dungeons & Dragons. So waren wir stehen geblieben. Ja, stimmt. Wo Anne nicht mitspielt.
denn sie ist ein Miesepeter. Das hat jetzt keinen Mehrwert gehabt für die Leute. Nee, Anne mag kein Pen and Paper. Das haben wir alle schon on camera gesagt. Habe ich schon gesagt, Anne mag kein Pen and Paper. Nee, es ist wirklich schade, dass du nicht mitspielst. Das wäre so lustig. Aber wenn es dir keinen Spaß macht, ist das okay. Dann verbringst du halt die Nachmittage alleine in deinem Kämmerchen, während all deine Freunde zusammen sozial sind. Hm, voll die Nerds. So, was will man denn mit solchen Leuten? Echt. Hier erst den dicken. Okay. Ich hab's dir ja schon erzählt. Ich möchte es nochmal erzählen. Ich habe mir einen Halbling-Paladin erstellt. Er ist sehr stark, aber sehr dumm. Er hat kann ja dann keine Herausforderung sein, den zu spielen. Danke für die Blumen. Bitte. Ja, er hat eine Katze. Sie heißt Miezi. Ist ja auch unglaublich kreativ. Ist er jetzt schon kaputt? Da ist eine Decke runtergebrochen. Guck doch rechts bei deinem Tooltip. Ich weiß nicht, wo du deinen Tooltip hast, aber da ist eine Lebensanzeige. Ah ja, okay. Ich habe gesehen. Genau. Warum kann ich jetzt nicht mal meinen Elektroschock benutzen? Du hast doch auch eine Bar, die sich auflädt. Das ist quasi dein Fokus. Ja. Und aber selbst wenn er voll ist, geht die Attacke nicht. Dann ist kein Moped in der Nähe dicht genug dafür. Du bist nicht dicht okay, genug. Ich bin zwar umzingelt von allen Seiten. Ja, aber die müssen ja auch vor dir stehen. Anne. Hast wohl auch keine Lust mehr auf WoW. Gehen wir jetzt zu dem anderen Linken. Ja. Mann, mit dir kann ich mich jetzt gar nicht über meinen Charakter unterhalten, wie ich den plane, weil es dich gar nicht interessiert. Doch, erzähl das doch ruhig. Also er heißt ja Anne Freiwald. Und das habe ich dir ja vorhin auch schon erzählt. Egal. Halblinge, ich spiele einen Leichtfuß-Halbling. Das ist so die Abstammung. Sind das Halblinge, sind doch Mensch halb Zwerg oder halb Gnom oder halb Hobbit? Im Prinzip Hobbits, aber das hören die D&D-Leute nicht so gern, wenn man Hobbit sagt. Ja, weil es halt sehr genau dingsgeprägt ist, ne? Genau. Oh. Aber schon ist es halt halb Mensch und halb kleinerer Mensch. Kleiner als ein Zwerg, so halb. Okay, ja. Und der wird auf jeden Fall die Frontsau sein, weil kein anderer tanken wollte. Und Halblinge des Leichtfuß der Abstammung haben den Skill, dass sie sich sehr gut hinter Kameraden verstecken können. Und ich habe da auch schon einen Plan. Ja, das hört sich blöd an, wenn du eigentlich tanken sollst. Ja, aber es ist halt der Widerspruch. Das ist ja ist eigentlich witzig. Geht so. Ich werde dann immer unsere Heiler werde sagen, ja, ich stürme an die Front und wenn es kritisch wird, kann ich mich halt schnell verstecken. Ich finde das gar nicht so schlecht. Naja. Was planst du denn, wie oft ihr sterbt so? Wenn es nach mir geht, ich bin ja Parler. Gar nicht. Es gibt übrigens bei D&D auch Lay on Hands. Ist ganz witzig. Und auch so Divine-Fertigkeiten und sowas. Ist ganz cool. Ich bin gespannt. Wir haben gestern per Skype, wie gesagt, nur die Charaktere gemacht. Wie lange dauert denn so ein Abenteuer? Ist das mit einem Abend fertig oder? Je nachdem, wie der Meister wie Marco das gestaltet. Könnte sein, aber wenn er sagt so, hey, das möchte ich über mehrere Treffen machen oder am Ende des Abends feststellt, okay, wir sind noch nicht fertig, dann halt beim nächsten Mal. Aber normalerweise dauert das auch schon mal mehrere Abende. Okay. Bist du denn optimistisch, dass ihr Leute das alle schafft, euch so regelmäßig zu treffen? Weil ihr seid ja schon sehr verstreut. Ja, zur Not über Skype. Über Hamburg und Niedersachsen. Zur Not über Skype. Habe ich mir gedacht. Ach so. Mit Webcam und so ist ja auch ganz cool. Und vielleicht könntet ihr da auch Discord probieren. Ja, zum Beispiel. Obwohl hat Discord eine Kamerafunktion? Das weiß ich gar nicht. Weil zum Schnacken ist es ja sehr gut. Ja. Auch mit den Räumen ist das ja super. Da könnte der
der Spielleiter ja auch gut dann mit den einzelnen Leuten chatten, falls irgendwer was herausfindet, was die anderen nicht wissen dürfen. Ja, das kann er ja auch bei Skype sonst. Aber ja, du hast recht. Grundsätzlich hast du recht. Ich weiß aber nicht, ob es da eine Kamerafunktion gibt. Und weiß ich nicht, ob ich optimistisch bin, weil ich nicht weiß, was Marco als Spielleiter kann. Und der, ich weiß ja nicht, ob er Erfahrung hat. Oder bestimmt nicht. Oder ob es später dann einfach nur im Chaos endet und trotzdem witzig wird. Also ich bin auch nicht so der Pen-and-Paper-Typ, der jetzt alles trade und weißt du, sondern es soll Spaß machen. Und dann ist mir das auch egal, ob ich mich an irgendwelche Codex-Regeln halte. Also ich muss mich mit meinem Paladin, ich muss mich halt schon so verhalten, dass ich immer Gutes will für alle. Und das mache ich auch. Aber es ist halt witziger, wenn du das auf lustiger Basis machst. Und nicht auf verkrampfter Roleplay-Basis. Weißt? Toll, dann nehmt ihr Fantasy also nicht mal ernst. Doch, sehr. Was seid ihr denn für Fans und Nerds? Du könntest das ja ändern, wenn du mit in die Gruppe kommst. Nö. Naja, ich muss mir noch meinen Background, meinen Lore ausdenken. Wenn jemand eine gute Idee hat für einen Halbling, der irgendwie auf schräge Art und Weise doch Paladin geworden ist, der kann mir gerne Vorschläge schicken. Ich nehme das gern mit auf. Weil ich muss die Woche noch mein Datenblatt dem Marco abgeben. Und wie Hausaufgaben? Ja, so ungefähr, damit er sich auf das erste Abenteuer vorbereiten kann. So ein Stress. Ich dachte, das soll Spaß machen. Du machst es doch nicht die ganze Zeit, mies. Gleich kommt eine Schelle. Wo müssen wir jetzt hin? Richtung Rechtsboss? Genau. Den können wir auch einfach so wegknattern. Also, der hat so ein paar Fertigkeiten. War das Event früher anstrengender? Ja, weil die Panzer einfach nur ein Zehntel davon ausgehalten haben, weil die, okay, glaube ich, die skalieren also auch jetzt mit meinem Level mit. Genau, dann hast du. Und wenn du nicht wibbern würdest, wäre das super geil. Ich dachte, das wäre so ein Running Gag, den ich immer bringen muss. Hier hat man früher, kann man einmal aufladen. Braucht man aber heute eigentlich auch nicht mehr. Du hast noch Motorräder? Ja. Und Katapulte. Katapulte sind quasi die DDs. Ach, dann musste man sich richtig so aufteilen. Genau. Und Motorräder sind einfach schnell und können so eine Art Öl auf den Boden legen, was andere entzünden, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei Motorrädern können, glaube ich, auch zwei mit. Und eigentlich war es dann so, dass der Flammenleviathan irgendwann in eine Phase kam, wo zwei oder vier Leute hochgeschleudert wurden und ihnen quasi von oben auf ihm drauf Schaden gemacht haben. Während andere von dem Boss an sich gejagt wurden und ihn kiten mussten. Mit im Gefährt. Das klingt sehr nervig. Nee, der Boss an sich ist gar nicht nervig. Der Weg hierhin, das war immer das Nervige. Hören die Leute das gut, was hier drinnen gerufen wird? Ja. Okay, gut. Du nicht? Dann meint, nee. Glaub, okay, ich mach's. So? Ja, das geht. So, da ist er. Ich mache jetzt einfach alles so weiter wie eben. Genau. Guck mal, jetzt hat er den Emote auf mich, dass er mich verfolgt. Normalerweise müsste ich abhauen. Der kriegt ja aber kaum Schaden, das dauert ja ewig. Ja, nun. Wir können ja auch gleich noch so Schaden machen. Es ist ja jetzt nicht, dass wir nur im Panzer sitzen. Du kannst auch aussteigen und so Schaden machen. Aber mach mal lieber nicht. Ja, lass das mal lieber 20 Minuten so laufen. Oh, jetzt haut er mich. Ich krieg voll Schaden. Mhm. Fahr ich jetzt weg? Nö. Mach ich aber. Ja, mach. Ist vielleicht schlauer. So, jetzt kommen hier Mopeds. Wir haben Freyas Wall. Ja. Die kannst du auch mit wegknattern. Mein Panzer ist gleich kaputt. Was mache ich dann? Fahr einfach weg. Ja, eben hast du gesagt, als ich weggesagt habe, ich fahr weg, hast du gesagt, nee, lass mal. Mach ruhig. Jetzt verfolgt er mich. Ich gebe mal Gas. Du kannst ihn knattern. Er schießt immer noch Raketen auf mich. Ja. Habe ich schon erzählt, dass wir gleich beide tot sind? Ja, und dann stehen wir da und machen so Schaden. Ist ja alles kein Problem. Du kannst auch jetzt schon aussteigen und Schaden auf ihn machen.
Ich erwische auch die Pflanzen gar nicht mit meinem Blitz. Hm? Was soll denn das? Ich aber. Komm, es ist gut. Das ist doch kacke. Wer hat sich das denn ausgedacht? Herr Blizzard oder Malte. Jetzt pufft er mich immer noch an. Jetzt verfolgt er mich, jetzt kannst du Schaden machen. La 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 la. La 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 la. Was summst du? Ich habe ein bisschen Fröhlichkeit gesungen, weil du heute so miesepetrig bist. Nein, bist du nicht. So, was haben wir denn da Schönes? Nur Quatsch. Nur Quatsch mit Soße. Das braucht ja echt keiner. Nee. Wow, und du würfelst auch noch alles weg. Ich habe nur Gier gemacht. Du. Ja, das mache ich doch aber auch immer nur. Das solltest du langsam wissen. Hä? Ja, aber ich will ja auch Gold haben. Also, wozu das denn? So langsam reicht es mir. Komm, die hier ziehen wir einfach mit, ist egal. Die sollen mitkommen. Ich habe jetzt keine Zeit abzusteigen. Da unten, die sammeln wir auch alle ein und... Das, die Melodie, die du so ein bisschen summst, erinnert mich, kennst du vermutlich nicht, an das zweite Intro von Wedding Peach. Das war ein Anime, der lief auf RTL 2. Mhm. Das hört sich so ein bisschen so an. Mhm. Freue ich mich. Thomas, hast du etwas zu verheimlichen? Nee. Ich gucke weder Animes noch Wedding-Filme. Es tut mir leid. Das ist ja kein Wedding-Film. Er heißt Wedding Peach. Ja, aber es war eigentlich sowas wie Sailor Moon in nicht gut. Ach ja, dann bereue ich es ein bisschen, es nicht geguckt zu haben. Also, es war halt, als es lief, war es irgendwie cool und nett. Und ich habe das auch immer im Garten nachgespielt mit zwei Freundinnen. Ja. Aber... Neulich erst oder als du klein warst? Es ist schon ein paar Jahre her. Ah, okay. Ja, Larpen, richtig cool. Sowas machen nämlich die coolen Leute. Ja. Larpen im Garten. Larpen im Garten. Aber so retro-perspektivisch war Sailor Moon da schon cooler. Mhm. Finde ich ja auch. Grundsätzlich mag ich Sailor Moon viel lieber. Da kannst du halt auch nichts gegen sagen, ne? Nee, kann ich nichts gegen sagen. Aber ich habe auch die komplette Kleidkollektion von Sailor Moon. Gibt's die in deiner Größe? Natürlich gibt es die in meiner Größe. Weil japanische Größen sind ja sehr, sehr schmal geschneidert. Ja, ich bin ja auch sehr, sehr schmal. Oder was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, sogar meine Schwester, wenn die sich Sachen bestellt, die bestellt sich ja Sachen aus Japan. Ich glaube, da trägt sie L. Deswegen war das nur eine Interessensfrage. Ja, ja. Du wolltest sagen, dass ich eine fette Wurst bin. Das wollte ich gar nicht. Im Sailor Moon-Kostüm. Das würde ich tatsächlich... Bring das doch mal mit. Nein. Warum nicht? Nein, der Spott reicht. So, ich hätte sehr gerne diesen Drachen als Mount. Ja, dafür müssen wir ja Folge machen. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch Lust drauf habe. Kommt der auch irgendwann mal runter? Ja, da kommen gleich noch Mopeds. Und dann fangen wir ihn hier mit den Katapulten. Aber die werden gerade noch gezwirbelt. Hier, das erste ist fertig. Zack. Wir brauchen aber 4 an der Zahl. Es ist halt alles zeitlich. Dauert alles. Da hinten kommen wieder Schwerge. Vielleicht droppt ja mein Mount nachher. Du meinst meins? Mhm. Weil bei Mounts habe ich aber nicht so Lootglück. Nee. Vor allen Dingen nicht, wenn ich mitwürfeln werde.
Mach mal die Darfst du das? Ja, sicher. Mach die Harpune. Bitte. Ich gehe hin. Wenn ich das Mount kriege. Pff, da mach ich es halt. Das ist Mimirons Kopf. Ich glaube nicht, dass ich darauf, da würde ich nicht mal drauf passen, wenn wir 20 Jahre verheiratet wären. Aber wir sind doch schon 30 Jahre verheiratet. Ja, das ist ja alles nur Show. Für die Publicity. PR und so. Ja. Jochen hat gesagt, das kommt gut. Genau. Mimirons Kopf, sieht das, ist das dieser hässliche Hubschrauber? Ja. Aber den will ich, glaube ich, eh nicht so dringend Alter, haben. Alter, was ist los mit dir? Den will ich eh nicht so dringend haben. So. Wenn du was brauchst, mach Bedarf. Okay? Okay. Das ist die Taste mit dem Würfel. Ich möchte gerne Drachen haben. Ja, ich habe hier einen vorne am Pult sitzen heute. Habe ich das gefühlt. Wie redest du denn über Sarah? Nee, die sitzt an meinem Arbeitsplatz. Mach mal bitte rechts das Pack. Das, okay. Nein, das war falsch. Jawohl, mein Lord. So, und jetzt machen wir den hier. Und du kannst ihn ja, du findest das bestimmt witzig. Guck mal, der dehnt sich jetzt. Eins. Das ist echt ein bisschen süß. Drei und vier. Und jetzt nochmal so. So, früher, in seine normale Phase ist tatsächlich so, dass er irgendwann aus seiner Brust sein Herz freilegt und man dann die Haupt-DPS-Phase hat. Aber das kommt heute nicht mehr zustande. Dafür gab es ja schon ein paar. War das jetzt alle die ganze Instanz schon? Nein, oder? Nee, das war der Vorraum. Das war jetzt ich dachte ein, schon, das wäre jetzt enttäuschend gewesen. Ein Viertel war das. Dann portest dich bitte zur Vorkammer. Meine schönen Frühlingsrollen. Ja, wir machen gleich eine Pause, dann essen wir erst. Okay. Aber vorher machen wir noch einen Boss. Ja. Und dann machen wir Mittagspause. Anne, du hast ja auch Fußball geguckt. Ja. Wer ist denn dein Spieler des Tages? Der Herbert. Herbert? Ja. Ach so. Ja. Findest du nicht? Doch, fand ich gut. Ja, ne? Ja, hat einen klasse Elfmeter gemacht, rausgeholt und dann auch verwandelt, wie man so schön sagt. Ja, also Fachjargon ist ja so, da bin ich zu Hause. Ja. So, wir machen erst den dicken Riesen. Da kann man auch andere Killfolgen machen, die dementsprechend auch Erfolge und Schwierigkeitsgrad machen, erhöhen und gedönsen. Jetzt machen wir den Wichtel hier vorne. Gab es hier gar keine Tokens für Sets? Die kommen noch. Okay. So, und jetzt kommst du mal mit. Rat besiegt und das Archivum geöffnet. Gut gemacht, Leute. Oh, der Kopf sieht nice aus. Den nehme ich mal mit. Und schnackst gleich mal die kleine Zwergin an. Die hat eine Quest für dich. Und er, glaube ich, auch. Bin mir nicht ganz sicher. Sie hat nichts. Dann ihn. Er hat auch nichts. Finden, wo was los ist. Warum nicht? Wow, leere Versprechung. Warte kurz. Ich habe das Ding angemacht. Es ist wieder zugegangen. Macht er kein Emote? Nee. Muss gestillt werden. Okay. Nee, dann tut nichts, was ich nicht auch. Komisch. Normalerweise beginnt hier die Prequest für Algalon, der rechts von uns ist. Weißt? Genau, da. Der sagt einem dann nämlich so, wenn ihr in dieses Planetarium rein wollt, um Algalon zu töten, müsst ihr erst von allen anderen Bossen ein Siegel holen. Und dann könnt ihr Algalon töten. Ich finde, Algalon machen wir jetzt auch noch schnell, weil wir schon da sind gerade.
Was hast du denn gestern gemacht, als wir D&D Charakter erstellt haben? Ich habe mir eine Droidin habe ich angefangen, die ein bisschen gespielt, weil ich bei den anderen Twinks nicht mehr wusste, in welcher Kombination die sozusagen besetzt sind im Gruppenspiel mit euch anderen. Mhm. Dachte ich, bevor ich da jetzt was Falsches mache, ja, mache ich lieber einen Charakter, den ich noch gar nicht gespielt habe. Da weiß ich dann ja, dass er noch gar nicht gespielt worden ist. Mhm. Hier ist das himmlische Planetarium. Schau, wie schön es aussieht. Fällt mir ein, ich war sehr lange nicht mehr im Planetarium. Ich war vor 2 Jahren im Planetarium. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da angeguckt habe. Sterne. Naja, Planetarium ist ja nicht das gleiche wie Sternwarte. Ja, aber da werden einem ja, also bei dem, wo ich bis jetzt war, mehrmals schon, wurde einem dann immer so der Himmel erklärt, was da genau so los ist. Aber da sind halt auch manchmal Shows mit einfach, was weiß ich, zur Pink Floyd-Mucke irgendwie Farben angucken und so. Ach so, nee. Sowas habe ich noch nicht gemacht. Systeme manipulieren, um seine Analyse zu beeinflussen. Dauert ein bisschen. Oh, da ist er. Hi. Zurücksterbliche. Ich bin nicht hier, um mit euch zu kämpfen. Ist er ein Titan? Die Schildkröte ist wieder da. Ich bin aufgestützt auf meine Hand. Die Hand hat man gerade gar nicht gesehen. Sollte meine Analyse eine systemische Korrumpierung. Ich bin hier so aufgestützt. Mischt euch nicht ein. Ist er ein Titan? Das weiß ich nicht. Schade. Euer bestimmt Handeln ist er das. Ist unlogisch. Alle Möglichkeiten dieser Begegnung. Wie du ihn annatzt und er sagt, euer Handeln ist unlogisch. Wird die Nachricht des Beobachters erhalten. Oh, wie ihr hier seht und auch du, Thomas, habe ich Erfolge mir rausgesucht auf Safari in den östlichen Königreichen. Ich habe gestern nämlich fertiggestellt Safari in der Scherbenwelt. Geil. Da habe ich jetzt in jedem Gebiet was gezähmt und auch alles, was man so zähmen kann, habe ich jetzt einmal gezähmt. Nice. In der Scherbenwelt. Und ich dachte, nun mache ich in den östlichen weiter. Sehr schön. Ist aber laut hier doch. Da ist eine goldene Kiste, eine durchsichtige Kiste. Die kann ich nicht anfingern. Was ist da los? Weil das Emote noch nicht zu Ende ist. Da kriegst du gleich ein Quest-Item. Das kannst du in Dalaran abgeben und dann kommt dieses nervige Event, was da ständig kommt. Der Schild. Aber den will ich nicht haben. Der ist doch aber cool. Der Hammer, aber den will ich nicht haben. Ich sah Welten umhüllt von den Wow, auch noch wählerisch. Loote mal nochmal. Also, du müsstest ein Quest-Item. Ach, hast du bekommen. Hab ich schon. Okay, nice. Komm, wir stellen uns zu Algolon. Und sagen Bleibt er jetzt hier am Chillen? Nö, der haut gleich ab. Er erzählt uns noch, wie schlecht alles ist und dass er es eigentlich anders vorgesehen hat. Und ja gut, das sagen sie immer hinterher. Ja. So, tschüss. Wir stopfen uns kurz voll. Genau. Bis gleich.